Hallo zusammen, Foto mich Hennig, Massenbilderverarbeitung, so für Sportevents, Hochzeiten oder den ganz großen Urlaub oder sowas. Die Software werden wir heute kurz vorstellen, mal ein bisschen sagen, was man als Profi-Berufsfotograf damit machen kann und so, dass du dir ein bisschen ein Bild machen kannst, was du vielleicht eventuell auch damit machen könntest, wenn du oft mit sehr vielen Fotos arbeitest. Ich habe bei mir den Ulf. Hallo Ulf, schön, dass du da bist. Ulf, sag mal ganz kurz, was machst du? Warum brauchst du Fotomechanik? Also was fotografierst du? Ja. Also wir haben ja schon ein paar Videos zusammen gemacht, es hat sich nichts verändert. Ich bin immer noch Sportfotograf, hauptsächlich in der Schweiz und in Süddeutschland unterwegs. Schieße Leichtathletik, Volleyball, Radsport und Fußball. Fußball in Deutschland habe ich Auftrag von einer deutschen Agentur, bin in der Bundesliga unterwegs. Und das Problem, was wir jetzt heute machen wollen, ist, es fallen massenweise Bilder an. Man hat einen riesen Zeitdruck, um die Bilder übers Internet zur Agentur zu bringen und wie man das bewältigt. Ja, also ich glaube, ein großes Problem ist doch, du hast, also sind zwei Sachen. Zum einen musst du furchtbar schnell sein, weil du Konkurrenz hast. Gerade bei Fußballspielen geht es ja auch darum, wer hat als erstes das Torfoto quasi hochgeladen, oder? Ja, es ist, genau, also wenn du zu spät bist, bist du draußen. Wenn du früh bist, hast du noch keine Garantie, dass du drinnen bist, weil es gibt natürlich viele Verträge, die vorher schon bestehen und bei manchen Sachen kommst du einfach nicht rein, weil meine Agentur dann keinen Vertrag hat mit dem entsprechenden Medium. Ja, aber ja, zum Beispiel haben wir einen Vertrag mit dem ZDF. ZDF hat ja online Seiten und auch dann ihre Bilder in den Sendungen. Mhm. Und wenn wir da rechtzeitig sind, würden wir da entsprechend reinkommen. Mhm. Okay. Und das Zweite ist ja dann auch nach dem Event, du kommst nach Hause nach so einem Fußballspiel, wie viele Bilder bringst du damit nach Hause? Kommt natürlich auf das Event an. Also bei einem Fußballspiel würde ich sagen, das sind so 90 Minuten Spiel, dann kommen so 3000 Bilder zustande. Und so ein Leichtathletik-Event, das geht ja durchaus mal einen ganzen Tag, dann wird das entsprechend mehr. Okay. Und davon, die allermeisten löscht du ja, wahrscheinlich löscht du da 99% von. Oder? Genau, also wenn das so viele Bilder sind, dann muss man unglaublich diszipliniert bleiben. Ja? Also man schießt und man hat dieses Maschinengewehr da als Kamera. Mit welcher Kamera? Das ist die Canon 1DX Mark II hauptsächlich und dann meine Älteren, die ich dann auch noch habe. Ja. Und du musst halt diszipliniert sein, du musst dich zwingen, sofort, wenn du das Bild geschossen hast, sobald es erst einmal Luft ist, zu markieren. Du kannst ja in der Kamera, du weißt, die Bilder raten mit 1 Stern, 2 Stern, 3 Stern und so weiter. Sofort markieren, welche potenziell gut sind und potenziell brauchbar sind. Ja. Und dann teilen sich die Wege. Du hast Fotografen, die haben irgendwo hinten jemanden sitzen, der für sie das ganze Editing macht. Dann haben die Kameras Wi-Fi-Möglichkeit und die Leute senden das direkt zu ihrem Editor. Mhm. Ja, da passiert dann nicht mehr viel mit. Allerhöchstens, dass sie noch, die Kameras haben auch ein kleines Mikrofon, dass sie noch reinsprechen, wen sie gerade fotografiert haben. Mhm. Das mache ich jetzt nicht, sondern ich bin auf mich allein gestellt und deshalb brauche ich dieses Photomechanics. Mhm. Okay. Okay, also haben wir, glaube ich, verstanden. Es geht darum, Vorauswahl zu machen und auch direkt aus dem Fotomechanics hochzuladen. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, bevor wir da reinsteigen, ist noch, du schießt in JPEG, ne? Das ist gemischt. Wenn das Licht schön gleichmäßig ist, schieße ich in JPEG. Mhm. Wenn ich jetzt in so einem Stadion bin, Fußball, und da ist die eine Hälfte schwarz und die andere Hälfte ist hell, weil Schatten und Sonne, und dann kann ich manuell mit den ISO-Zahlen nicht hinterher, um das immer wieder anzupassen. Mhm. Und auch das Auto-ISO ist nur so lala gut, ja. Und dann schieße ich lieber in RAW. Wahrscheinlich auch so bei künstlich, gerade so Hallensport ist wahrscheinlich auch manchmal schwierig, oder? Kommt auf die Halle an. Mhm. Ja. Also viele Hallen haben so dieses Halogen-Flimmerlicht. Mhm. Und dann hast du ein Bild hell, ein Bild dunkel, ein Bild hell, ein Bild dunkel, weil das mit einer bestimmten Frequenz flackert, die das Auge nicht wahrnimmt, aber die Kamera schon. Und auch dann in der Tat, ja, dann ist manchmal RAW besser. Mhm. Ja. Und RAW ist natürlich blöd, weil es senkt deine Geschwindigkeit. Massiv. So, dann zeig ich doch mal, was du machst hier in dem okay. QuickTime. Ich will nur kurz sagen, die Stärke des Programms sind ja zwei Stück. Einmal hat man eine schnelle Bilddurchschau.
wo der Bilderaufbau, also wer in Lightroom arbeitet, ist ja geplagt, wie lange das manchmal dauert. Mhm. Das können andere Programme auch, dafür braucht man das nicht, aber es ist klar, wenn man es haben will, dann kann das das. Ne? Mhm. Und das andere ist die Bildbeschriftung, also die Metadaten und in die Metadaten reinschreiben, was da drauf ist. Denn das will der Kunde wissen. Das musst du vielleicht noch kurz erklären, warum das so wichtig ist, weil da geht es ja nicht nur darum, ich bin in Zürich im Hallenstadion, sondern da geht es ja darum, wer ist auf dem Foto. Ne? Okay, also wir können das mal vormachen. Ich habe hier mich mal eingeloggt bei der Agentur. Das ist meine Agentur. Und wenn wir jetzt ein Bild suchen, zum Beispiel von der Stabhochspringerin Sandy Morris, die ist übrigens eine der besten der Welt, Silbermedaillengewinnerin und lauter so ein Zeug. Ja? Also tippe ich hier als, das macht jetzt der Kunde, der sucht ein Bild von Sandy Morris. Kunde wäre zum Beispiel eine... irgendeine Zeitung oder irgendein Online-Medium oder so. Ja? Der sucht jetzt hier Sandy Morris. Und dann werden hier alle Ergebnisse ausgewiesen. Die ersten drei Bilder sind von mir. Die anderen sind irgendwie älter von anderen Leuten. So, ganz kurz, das ist wirklich wichtig, dass du das verstanden hast. Da ist keine Bilderkennung hinter im Sinne von Gesichtserkennung, sondern der Ulf vergibt den Bildern quasi Beschriftung im Sinne von, was ist da zu sehen, beziehungsweise vor allem, wer ist da zu sehen. Ja. Und wenn man jetzt hier zum Beispiel mal mit der Maus auf dieses Bild geht, dann sieht man die Bildbeschriftung, die der Kunde eben zu sehen bekommt. Da steht also jetzt Sandy Morris und wo das fotografiert ist. In dem Fall Weltklasse Zürich 2017 am 23.08. im Hauptbahnhof Zürich in der Schweiz. Wer der Fotograf war und wer die Agentur ist, der das Bild gehört. Mhm. Ja? Also ich möchte es trotzdem nochmal wiederholen. Für so einen Berufsfotografen im Sport-Event-Bereich ist es unheimlich wichtig, da Disziplin zu haben. Nicht so wie du zu Hause mit den Urlaubsfotos wahrscheinlich. Sondern die besten Fotos nützen nichts, wenn die keiner findet. Und deswegen ist das Beschriften so wichtig. Okay, aber ich glaube, dass es für jeden Hobbyfotografen, der im Laufe seiner Zeit tausende von Bildern ansammelt, wenn ich jetzt mein Lightroom aufmache, muss ich zugeben, sind nicht alle Bilder beschriftet. Ja. Aber es wäre schön, wenn sie es wären. Ja, ne? Ja, also wenn ich jetzt die Ferien von meinem Schottland-Urlaub suche, dann tippe ich als Suchleiste im Lightroom Scotland ein und weil ich das vorher beschriftet habe, habe ich das. Ne? Mache ich genauso. Wenn ich es gemacht habe, funktioniert das auch. Alright, also und hier ist es eben essentiell und ohne geht's nicht, sonst verkaufst du nicht ein Bild, weil niemand findet das und wenn das einer findet, weiß keiner, was da drauf ist. Mhm. Ne? Ja. Okay, so, das war das. Da gehen wir wieder zurück in die andere Oberfläche und jetzt muss man das vorbereiten und das macht man zu Hause. Also bevor ich auf ein Event gehe, muss ich Einstellungen vornehmen. Ich muss also hier sagen, welche Beschriftung dieses Fotomechanik in die Metadaten reinschreiben soll, in dem Moment, wo ich von der Speicherkarte aus die Bilder in den Computer reinziehe. Mhm. Ja? Und da gibt man also hier das Event vor. Das wäre also jetzt hier bei der Sandy Morris Welt groß schreiben. Welt Klasse Zürich, keine Umlaute, das verträgt er nicht, das ist nervig. City ist Zürich, ups, wollen wir lieber wieder klein schreiben, Entschuldigung. Stadion ist, also Location ist Stadion Letzigrund. Also ich definiere das mir zu Heim vor. Wichtig ist dann für die Agentur diese Headline, wo ich jetzt einfach Event eingetragen habe und dort als Headline wird mir das hier, was ich vorhin beim Event geschrieben habe, reingeschrieben. Ich kann da irgendwas anderes reinschreiben, ich kann da Beautiful Weather schreiben, dann verkaufe ich zwar keine Bilder. Ja, alright. Und man würde jetzt hier noch idealerweise Keywords vergeben. Das lasse ich jetzt mal weg, ja? Okay, dann schließt man das und dann ist man damit fertig. Das andere, was super wichtig ist, ist, man möchte jetzt ja nicht jeden Namen jedes Sportlers ausschreiben.
Also wie Lewandowski geschrieben wird, wissen wir noch, ne? Im Fußball. Aber man kann sich vorstellen, ja, das wird fürchterlich und man vertippt sich und man vergisst die Schreibweisen und ne, ist jetzt Jasmin mit Y oder J oder mit E am Ende oder nicht und fürchterlich, ja, kann sich ja kein Mensch merken. Okay, und deshalb definiert man Listen vor, die später automatisch reingezogen werden. Und das wäre so eine Liste. Das war eine, die habe ich vorbereitet für das Fußballspiel letzte Saison, SC Freiburg gegen 1. FC Köln. Und das ist eine TXT-Datei. Mhm. Und da sieht man in dem Fall jetzt die Rückennummern der Spieler. Also hier die in der zweiten Zeile ist die Nummer 1, Alexander Schwollow, der Torhüter von SC Freiburg. Umgedreht 1K, um den von dem anderen Einsatz zu unterscheiden, ist der Timo Horn vom 1. FC Köln. Mhm. Der war, glaube ich, verletzt in der Zeit. Ne? Aber egal. Ja? Diese Listen hole ich mir vorher aus dem Internet und bereite sie auf mit Excel oder was und exportiere das. Mhm. Okay. Und so eine Liste, die muss ich jetzt auch in diesem Photo Mechanics einziehen. Und das mache ich, indem ich, ich bin nicht in Photo Mechanics jetzt, indem ich hier bei den Settings die sogenannten Code Replacements mache. Ich möchte später haben, möchte später eingeben, 1K in meiner Bildbeschriftung und Photo Mechanics ersetzt mir das automatisch durch Timo Horn, erst in Klammern 1. FC Köln. Ja, und ich will ja nicht so viel schreiben müssen. Ja, okay, also setze ich das hier ein und ich habe mal hier so ein paar Listen eingeladen. Unter anderem ist hier unsere SC Freiburg gegen 1. FC Köln Liste und hier ist die gesamte Startliste von dem Weltklasse Zürich Meeting, wo ich auch gleich ein paar Bilder noch vorbereitet habe. Ja, okay. Das war das. Mhm. Und das macht man also vorher? In der Vorbereitung. Okay. So, und dann geht man mit seinem Gerät aufs Event, setzt sich da hin, je nachdem, ob man viel oder wenig Platz hat, muss man sich da arrangieren und so weiter und so fort. Dann geht's los, man schießt seine ersten Bilder, nimmt die Karte raus. Das macht man möglichst häufig, weil man möchte kleine Uploads haben und keine riesenlangen, großen, wo man ewig warten muss. Ja? Karte in den Card Reader, der liest die alle ein und dann kommt das also hier an in dem Programm und sieht ungefähr, nehmen wir mal den da oben, so sieht das aus. Das ist jetzt also so ein Upload aus den Pre-Meeting, das habe ich noch nicht sortiert und da sind die, das ist noch das Original-Junk, so wie es erscheint. So kommt das dann an. Und das sind jetzt hier, da unten in der Ecke, kann man sehen, 1640 Bilder, grausam. Ja, das will kein Mensch machen. So, das heißt... Was ich hier schon sehe, ist, ich sehe schon vormarkierte Bilder, die hast du schon in der Kamera markiert. Ja gut, das sind jetzt die, die ich im Meeting schon bearbeitet und weitergesendet habe. Aber wichtig ist dieses Sternchen da. Ich sitze also im Event, schaue schnell auf der Kamera durch, welche Bilder sind potenziell gut, markiere die mit einem Stern. Also kann man ja in den guten Kameras machen. Und diese Markierung wird mir von dem Photo Mechanics mit eingezogen. Und wenn ich jetzt hier die ganzen Null-Stern-Bilder wegklicke, dann bleiben die mit dem einen Stern übrig. Mhm. Ja? Und das sind jetzt schon deutlich weniger. Das sind jetzt 85 noch. Ja? Von denen habe ich, wie man sieht, am Meeting einige bearbeitet. Aber das da zum Beispiel ist jetzt nicht bearbeitet. Und das könnten wir jetzt mal bearbeiten. Ja? Ja. Also ich mache so einen Doppelklick da drauf. Das hier ist jetzt für die Schweizer ein durchaus wichtiges Bild. Das ist der Junioren-Weltmeister im Hürdenlauf. Ja, also Shootingstar dieser Saison. Vor einer Saison kannte den niemand. Jetzt ist er Junioren-Weltmeister.
Okay, das Bild ist fast gut, also es ist ein Zacken zu dunkel vielleicht, aber es ist so noch im Bereich. Das heißt, da würde ich mir jetzt keine sehr, sehr große Mühe geben. Gerade ein kleines Problem, weil die Bildschirmauflösung umgestellt ist. So, jetzt. Das heißt, was ich mit dem Bild mache, ist, ich schneide es zu, beschrifte es und schicke es zur Agentur. Also, ja? Also dieses Photomechanics hat hier eine eingebaute Zuschneidefunktion. Da würde ich jetzt hier so ein bisschen Rand wegnehmen, so vielleicht. Ja? Die Agenturen wollen 3:2 im Querformat. Wir leben im Online-Zeitalter, Hochformat wird kaum noch gekauft. Also Zeitungen fürs Print schon, Coverfotos und so, aber fast nur Querformat. Ja, ist lästig, weil an sich können wir aus dem Bild auch ein Hochformatbild machen. Okay, also Querformat 3:2 und das ist jetzt der Crop. Jetzt gehe ich hier hin, wo dieses I ist, wie Information. Und dort sind jetzt eingezogen worden die ganzen Beschriftungen, die ich gerade eben davor definiert hatte. Weltklasse Zürich am 24.08.2017 in Zürich, in Klammern Stadion Letzigrund. Ne? So ähnlich hatte ich das gerade eingegeben. Und dieses Bild muss ich jetzt fertig beschriften. Und das kann ich jetzt zu Fuß machen, wenn ich weiß, wer das ist. Da kann ich den Namen einfach im Klartext hier hinschreiben. Der Mann heißt Jason Joseph und kommt aus der Schweiz. Ja. Oder aber ich nutze dieses Code Replacement. Ja. So. Das wäre jetzt beim Fußball einfach. Da würde ich da jetzt 1K hinschreiben und dann würde da Timo Horn stehen. Mhm. Also das, was ich jetzt mache, darf ich auf keinen Fall abschicken. Ne? Wenn ich jetzt also hier 1K hinschreibe, weil ich ja diese Datei von dem Fußballspiel vorher definiert habe, kennt er die jetzt, dann erkennt er hier Timo Horn. Das wäre natürlich Gordon falsch in dem Fall. Schnell wieder weg. Dann habe ich hier die Save und Upload Funktion. Gehe da drauf, dann startet hier so ein FTP-Upload. Da ist der Name der Agentur, kann ich hier auswählen, welche von denen ich nehme. Und dann ist definiert, dass er das in JPEG als JPEG umwandelt, falls es ein RAW ist. Ja, dass er das macht mit einer maximalen File-Size, nämlich von 2,5 Megabyte, mehr will man nicht haben. Weiter unten ist definiert Resolution 300 dpi. Und dann drückt man hier auf Send und dann würde das rausgehen. Lassen wir jetzt weg. Ja, ja? Machen wir jetzt nicht. Denn ist ja eben, das machst du schon während dem Event, wenn du kurze Luft hast, dann guckst du schon mal Bilder durch und lädst auch sofort hoch. Ja, das ist total wichtig. Also bei, speziell jetzt beim Fußball, wenn da so ein Tor fällt und ich habe den Torjubel, das muss sofort raus. Dann muss ich alles andere unterbrechen und wenn das nächste Tor fällt, habe ich eben Pech gehabt. Ja? Okay. So, gut, das war mal das. Jetzt nehmen wir mal ein anderes Bild. Dieses Bild war ja anständig belichtet und so weiter. Nehmen wir mal ein anderes, welches nicht ganz so gut belichtet ist. Und da hatte ich doch auch eins ausgeguckt. Dann nehmen wir mal die, die schon fertig sind, weg. Dann geht es schneller. Das da. Mhm. So, das ist jetzt definitiv unterbelichtet. Ja? Jetzt mache ich alles ganz genauso. Ich mache den Crop, den lege ich fest. Es geht mir um die Läuferin in der Mitte. Das ist eine deutsche Läuferin und die ist für die deutsche Agentur interessant. Ja, okay, ich lege den Crop vielleicht irgendwie so. Die Sportfotografen croppen immer ziemlich eng. Also wenn du mal, weiß ich nicht, auf Spiegel Online die Fußballbilder anschaust, die Leute sind immer sehr eng, da ist wenig außenrum. Ne? Okay, dann ist das das. Dann bereite ich die ganze Sache wieder hier vor. Die Läuferin in der Mitte heißt Matthijs. Ja? Ich nutze jetzt den Code und ich hoffe, dass es diesmal klappt. Ja, Lara Matthijs in the 100 Meter B Race ergänzt er mir jetzt. Ja? Cool. Weltklasse Zürich, bla 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 bla. Okay, alles andere ist
fast okay, das muss weg, das ist die falsche Agentur. Mhm. Gut. So, jetzt sind wir mit dem Bild fertig. Hier würde man speichern und zum nächsten Bild gehen. Ich gehe aber jetzt einfach raus, dann fordert er mich auf zu speichern und ich bin hier wieder. Und jetzt ist hier so ein Pinsel und ich muss das Bild ja noch in der Belichtung korrigieren. Mhm. Das ist zu dunkel geworden. Mhm. Ja, weiß nicht warum, aber es ist passiert. Mhm. Dann habe ich auf Edit Foto gedrückt und jetzt startet er mir automatisch das Lightroom, weil ich vorher irgendwann mal in den Präferenzen eingegeben habe, dass Lightroom mein Standardbearbeitungsprogramm ist. So, wir haben jetzt das Bild jetzt hier schnell importiert und normal würde ich jetzt hier noch irgendwie beim Import ein Preset gesetzt haben. Das habe ich jetzt nicht, das kann ich schnell nachholen. Ich denke, dieses würde es tun. Dann ist er nimmt die Clarity ein bisschen rauf, macht ein ganz klein bisschen, wie sagt man, Vibrance auf Deutsch. Sättigung. Ja, also ja, diese Farbsache. Ja. Und außerdem ist die automatische Objektivkorrektur da drin. Ja, okay, so. Jetzt sieht man, das Bild ist definitiv zu dunkel, dann würde ich es einfach ein bisschen heller ziehen. Und je nachdem. Machst du das nach Bauchgefühl oder Histogramm? Oder? Das Problem ist, dass dieses Auto mir immer überkorrigiert. Da habe ich keinen Bock drauf. Und ich mache es jetzt. Ich mache es jetzt mal so nach Bauchgefühl, dass ich finde, dass die gut belichtet ist. Wenn ich total schlechtes Licht auf dem Bildschirm habe, was schon mal sein kann, und ich habe auch nicht so einen schwarzen Trichter oder so, in den ich hineingucken kann, dann würde ich es einfach nach Histogramm machen. Ja. Das ist dann ein Blindflug. Ja, okay. Ja. Okay, Histogramm ist ungefähr gut, ja. Also wenn ich jetzt viel Zeit hätte, würde ich da ganz klein bisschen die Schwarzen noch runternehmen und die Weißen noch ein ganz klein bisschen raufnehmen. Dann kriegt das Bild noch mal ein bisschen mehr Pep. Das kennt man, das hat nichts mit Sportfotografie zu tun, das ist immer so, ja. Mhm. Okay, und dann war es das. Mhm. Dann wird das Bild exportiert. Und das hat jetzt nichts mehr mit Fotomechanik zu tun, das ist normal. Das ist einfach ein Lightroom-Export und ich mache jetzt einfach noch vor, wie ich das Bild zur Agentur hochlade. Ja? Das heißt, ich habe mir jetzt definiert, dass das Bild hier soll es reinlaufen. BSI2, da soll es reinlaufen. Okay. So, jetzt wird es exportiert. Und ich kann jetzt im FTP-Upload nehmen wir das da, ja. Disconnected, ja gut. View, Refresh. Da ist mein Bild angekommen, in dem Ordner, ja. Und hier drüben ist jetzt mein entsprechender Ordner bei der Agentur. Da bin ich jetzt drinnen, hier unten. Und da ziehe ich jetzt das Bild rüber. Und dann lädt es das hoch. Mhm. Okay. Und es ist sofort verschwunden, wie man sieht. Ja. Es wird da intern. Wird sofort weiterverarbeitet. Es ist sofort, ich kann nichts, wenn ich was falsch mache. Passiert. Mhm. Ja. Die Welt wird es sehen. Ja. Ja. Okay. Die Welt schaut auf dich. Ja, genau. Und jetzt gehen wir mal hier hin. Bei meiner Agentur. Und wir gehen jetzt hier auf die Bilder, die ich geschossen habe beim Weltklasse Zürich Event. Dann sollte die gute Dame da irgendwo Matthias auftauchen. Und hier unten das letzte Bild, da ist es jetzt schon online bei der Agentur. Und zwar genau mit der Beschriftung, die wir gerade eingegeben haben. Und wenn jetzt irgendwann mal irgendwer fürs Archiv, aus dem Archiv ein Bild von der raussuchen wird, wird das so finden. Cool. Ja. Sehr gut. Okay, ich glaube, das war spannend. Jetzt ist das Event vorbei. Vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss. Wie machst du das mit der Archivierung von deinen Fotos? Das Fotomechanik ist ja kein Archivierungstool wie Lightroom, sondern... Genau. Ich muss mich natürlich entscheiden, wo ich es archiviere. Und da ich viele Bilder in Lightroom habe, nehme ich alle Bilder in Lightroom. Das heißt, hinterher die Bilder, die ich jetzt nicht in der Belichtung nachjustiert habe, die würde ich hinterher daheim alle nochmal ins Lightroom reinziehen und dann haben sie ja schon die Originalbeschriftung und haben alles ist fertig, ich muss sie nur importieren nach Lightroom und dann einmal den Katalog abspeichern und das war's. Mhm. Machst du einen Gesamtkatalog fürs Jahr oder für alles oder wie machst du das? Ja, ich mache pro Jahr immer einen neuen. Okay. Ja. Okay.
Sehr gut. Also, ich hoffe, das war ein bisschen interessant, sowas auch mal zu sehen, wie so ein Sport-Event-Fotograf arbeitet und ein bisschen andere Antworten wahrscheinlich, als wir haben, die wir nur hin und wieder fotografieren. Ich fand es auf jeden Fall interessant. Ich hoffe, ihr auch. In diesem Sinne, danke, Ulf. Ja, gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Immer wieder.